Ja, servus meine Jungs und Mädels. Ich begrüße euch mal wieder zu einem React-Video. Wie ich das bei den letzten React-Videos zu WoW gemacht habe, dachte ich mir, ist doch schon was länger her und der Channel ist nicht mehr so aktuell gerade mit den Videos. Aber ich dachte mir trotzdem, um dem Ganzen treu zu bleiben, ich mache zu dem neuesten Cinematic von WoW wieder ein React. Und ja, das werdet ihr dann jetzt sehen. Und ich würde sagen, wir machen das wie letztes Mal, oder wie eigentlich bis jetzt jedes Mal. Wir machen das erst auf Deutsch und dann auf Englisch. Weil auf Englisch sind die Trailer immer besser. Das ist meistens einfach so. Und ja, wie ihr seht im Hintergrund, der Trailer ist schon geöffnet. Und ich würde sagen, wir starten jetzt einfach. Also, let's fets. Das ist jetzt euer Heim, was? Heim und Familie. Und wo sind sie? Nicht weit. Diese Welt sieht gut aus. Wisst ihr, was sie getan hat, während ihr euch hier verkriecht? Das ist nicht mehr mein Leben. Ich bin nicht euer Retter. Ich führe die Horde nie wieder an. Darum geht's nicht. Aber ich hoffe, ihr wollt für sie noch kämpfen. Sind euch gefolgt? Nein, ich ihnen. Für uns zwei gibt es kein Versteck. Was hat er da gerade für eine Waffe gehabt? Das sah nicht aus wie der Doom, nicht aus wie der Hammer, den er sonst hat. Was?
Ja, genau, das wollen wir uns auch uns angucken, natürlich. Ja. Was hat er da gerade für einen Hammer in der Hand gehabt? Das ist gerade das Einzige, was ich mich jetzt gerade frage. Natürlich denkt man sich, wow, was ein Video! Und ich frage mich als Einziges, was das für eine verkackte Waffe, die er da in der Hand hatte? Was ist das für eine Waffe, die er da in der Hand hatte? Ich habe im ersten Moment gedacht, das wäre Schattengramm gerade gewesen, aber Schattengramm wird es nicht sein. Ich glaube nicht, dass er Schattengramm in der Hand hatte. Weil das sah so aus wie so eine Axt, sah das gerade aus. Wir gucken mal, pass auf, wir gucken noch ins Englische eben rein. Da kann ich ja gleich kurz Pause machen, wenn der das Ding auf dem Rücken trägt. Machen wir das mal so. Springen wir mal gerade eben in das Englische rein. Das Englische? Legen wir mal los. Bin gespannt. Auf Englisch ist es meistens besser. Aber geil auch gerade eben, ne? Mit diesen verstohlenen Einheiten, das total cool gewesen ist, meiner Meinung nach. Cool, wie die so gekämpft haben. Das erste Mal, dass man in so einem Video den Verstohlenheitseffekt mal sieht, wie der funktioniert. Das hat man ja, man kennt es aus WoW natürlich klar, dieses, wenn Schurke aus der Verstohlenheit rauskommt, aber das hat man noch nie in so einem Cinematic gesehen. Das finde ich ziemlich cool. Aber gucken wir mal kurz erstmal das Ding auf Englisch an. Let's go. Aber er war in Draenor, ne? Das muss Draenor gewesen sein, wo er ist. So, this is home now. Home. Family. And where are they? Not far. This world. Well, it looks good. But it's wrong. Broken, falling apart, just like the Horde. Do you know what she's done while you've been hiding? I left that life behind. I'm no one's savior. I will not lead the Horde. I didn't ask. But I hoped you would at least fight for it. You were followed. I followed them. You and I, we don't get to hide.
Ja, sehr, sehr cool auf jeden Fall, muss man sagen. Auf Englisch mal wieder besser, wie immer. Ist einfach, die Sprachausgabe ist einfach, es kommt einfach viel besser rüber. Klar, die deutsche Synchro gibt sich sehr viel Mühe, das will ich ja hier nicht bestreiten. Möchte hier die deutsche Synchro nicht irgendwie runtermachen, aber es ist einfach auf Englisch besser, tut mir leid. Das ist einfach mal Fakt. So, jetzt kann ich mal gerade eben zurückspulen. Was ist das für eine Waffe, die er da trägt? Das ist interessant. Es ist auf jeden Fall nicht der Hammer, den er sonst immer getragen hat, den man als Schamane ja lootet oder als Schamane ja kriegt, wenn man Enhancer spielen möchte. Da kriegt man ja den Hammer von Thrall in die Hand. Es ist übrigens Thrall, wer das noch nicht gecheckt hat, wer das da ist, der Ork, der da quatscht, das ist Thrall. Es gibt nur einen Ork, also es gibt nur einen grünen Ork mit blauen Augen und das ist Thrall. Und ja, ich habe mich halt wirklich, also das ist für mich das Hauptthema gerade. Was hat er für eine Waffe in der Hand? Oder ist es einfach irgendeine stinknormale Waffe, die er da einfach in die Hand genommen hat, weil er einfach Thrall ist und ich brauche nur eine Axt und damit kann ich das ganze Königreich erobern? Keine Ahnung, was weiß ich. Vielleicht ist es auch eine ganz normale Axt. Ich habe viel zu viele Gedanken, das weiß ich halt nicht. Was aber auch Fakt ist, ist, ich finde es ein bisschen schade, dass die, er sagt zu schnell ja, weißt du, das ist total komisch. So, Sorfane kommt dahin, ja, wir, ja, hier, die Horde ist halt voll im Sack und so und wir müssen dagegen was tun und ja, und dann werden die angegriffen und, hä, die sind die gefolgt, nein, nein, ich hab die verfolgt und so und dann realisiert er so, du merkst so, er realisiert, ah, okay, die wollten mich, nicht ihn scheinbar und das geht mir so schnell, so, dass er so, dann so sagt, so, ja, okay, komm, ich muss das jetzt machen, ich muss da jetzt hingehen. Und, keine Ahnung, irgendwie, ja. Bisschen komisch auf jeden Fall. Aber auch auf jeden Fall muss ich sagen, cooles, cooles Video. Ich mache ein anderes Bild, weil das sieht wirklich komisch, wenn ich dieses Bild so habe. Wir nehmen jetzt einfach mal das hier, weil das sieht ein bisschen besser aus. So voll der breite, nackte Oberkörper. Also ich habe das als Hintergrundbild, wie komisch. Jedenfalls, ja, ich finde es auf jeden Fall ziemlich cool. Vor allem die Szene ist halt cool, wo man halt sieht, dass es ja so eine Untote ist. War mir von vornherein klar, als hier der Kampf so losgegangen ist. Hier, als ich die Rüstung dann schon gesehen habe und hier auch das Wappen so kurz, ganz kurz gesehen hatte, war mir sofort noch klar, das ist eine Untote halt natürlich. Oder halt eine von Sylvanas Attentäterinnen auf jeden Fall, war mir sofort halt klar. Was ich nur gerne gesehen hätte, weil Thrall spricht in dem Video und man weiß das ja eigentlich auch, er spricht von Familie, man weiß, er hat mit der einen Ork-Frau, hat er ja ein Kind scheinbar, mittlerweile ist ja ein bisschen Zeit vergangen, seit das damals passiert ist, seitdem er damals gesagt hat, ich bin weg von der Horde, ich hau ab, ist ja ein bisschen Zeit vergangen und mittlerweile dürfte das Kind ja etwas älter sein oder mittlerweile dürfte das Kind ja auf der Welt sein und schon ein, zwei Jahre alt sein wahrscheinlich. Und ich hätte gern das Kind noch gesehen mit seiner Frau. Das wäre halt cool gewesen. Aber ich denke mal, die wird man dann wahrscheinlich in der Story sehen. Und natürlich, klar, krass. Und natürlich auch die Frage ist natürlich, was passiert von der Story natürlich jetzt? Das ist halt die Frage, ne? Sylvanas ist ja ziemlich am Durchdrehen da und die Horde splittet sich so und mir geht's schon wieder voll auf den Sack, dass alles nur um die Horde geht. By the way, ich bin seit Jahren Allianz-Spieler und ich bekomme seit Jahren nicht mehr diese Aufmerksamkeit von meiner Fraktion her. Und die Horde immer Horde, 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 Horde. Was ist nervt. Egal. Anderes Thema. Jedenfalls, ja, was wird jetzt passieren? Scheinbar fängt Sorfang an, so eine Art Rebellion zu starten. Er hat sich jetzt Thrall geholt. Blatthoof ist ja auch schon auf seiner Seite, sozusagen. Ich denke mal, den werden sie jetzt als nächstes befreien. Und ich würde sagen, dann versucht wahrscheinlich Thrall mit seiner Gefolgschaft dann, sich die Horde wieder zurückzuholen, obwohl er das wahrscheinlich gar nicht will. Vielleicht stirbt er auch dabei bei dem Versuch, keine Ahnung, vielleicht stirbt auch Thorfing, was ich eher glaube wahrscheinlich. Bin schon in so einem Game of Thrones Weg und bin ich schon, wer wahrscheinlich jetzt sterben könnte oder sowas. Aber Blizzard ist ja nicht so hart, was ihre Charaktere angeht. Die werden da höchstens einen sterben lassen und dann war's das. Ja, Frage ist, was wird passieren halt? Ne? Das ist halt jetzt die Frage. Ich tippe mal wahrscheinlich, wie gesagt, der wird sich jetzt mit mehreren Leuten zusammentun. Weil die Allianz mit Sylvanas bröckelt ja so langsam in der Horde. Und ich denke mal, das wird am Ende des Addons noch ein großes Ding spielen. Und da wird auf jeden Fall noch was passieren. Und ich könnte wetten, dass Sylvanas auf jeden Fall nicht mehr der Kriegshäuptling sein wird von der Horde. Das wird auf jeden Fall wechseln. Das hat Blizzard aber auch, glaube ich, schon bestätigt, dass zum Ende des Addons der Kriegshäuptling auf jeden Fall wechseln wird.
Frage ist, wer wird es sein? Wird es wieder Thrall sein, den jeder natürlich haben will, was natürlich auch gut wäre, weil Thrall ein Ork ist, der jetzt nicht unbedingt auf Krawall aus ist, sondern der eher gütiger ist, was das angeht. Und ja, müssen wir mal schauen. Also auf jeden Fall, ich fand das Video cool, auf jeden Fall, um das jetzt einmal abschließend endlich mal zu sagen. Das Video geht ja heute schon eine Viertelstunde. Ich bin voll am Quatschen hier. Aber macht mir halt auch Spaß, über so Videos immer zu quatschen. Ich mach das sehr gerne, weil das ist halt Sachen, die mich so interessieren. Da rede ich halt sehr, sehr gerne drüber. Ja, auf jeden Fall, ich finde das Video sehr cool gemacht. Ich mag diese Cinematics sowieso alle immer, weil die immer so gut gemacht sind. Ich finde so, also ich finde, da könnten sie einen ganzen Film wieder draus machen, ne? Ich meine, da haben sie es mit Warcraft The Beginning gemacht, aber scheiß auf The Beginning, sie sollen einfach aus den aktuellen Geschehnissen, sollen einfach einen verdammten Kinofilm machen. Ich würde da sofort reingehen, ohne Witz, finde ich total geil. Und wenn es die Geschichte ist, die man schon kennt, scheißegal. Selbst wenn es die Story von Battle for Azeroth erzählen würde oder meinetwegen von Legion, was ich sehr geil fände im Übrigen, wenn sie die Story von Legion einfach als verfilmen würden, fände ich mega geil. Aber ja, sie haben es leider verkackt und es ist ja angeblich ein, man sagt, es ist ein wirtschaftlicher Reinfall gewesen. Es war ein Flop, der Warcraft-Film, wobei er halt sehr gut war. Ich fand den sehr gut, aber es ist leider ja ein Flop gewesen, also wirtschaftlich gesehen. Also der Film hat nicht viel eingebracht, der Film hat vielleicht irgendwie 100 Millionen oder so eingebracht und das ist in der Filmindustrie, ist das schon ein Reinfall, ein Flop leider. Und deshalb haben sie sich entschieden, wohl keinen weiteren Film zu machen, was ich da schade finde. Aber lass uns mal überraschen, weil ich glaube, da machen wir nochmal einen Film, aber ist ja nicht. Bin ich voll abgeschweift, jetzt bin ich auf einmal bei dem Film von Warcraft. Egal, auf jeden Fall, das war das React zu diesem Video. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Lasst mir bitte einen Kommentar da, wenn euch das gefallen hat und ob ich in Zukunft mehr Reacts machen soll. Ich wüsste zwar nicht so was, aber ich meine, das könnt ihr mir ja vorschlagen, wenn ihr wollt. Ja, schreibt es mir in die Kommentare, wie ihr wollt. Von daher, vielen Dank fürs Einschalten und bis zum nächsten Video. Macht's gut, bis dann. Tschüss.